Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Wie ihr quasi schon an der Kappe und am Hintergrund erkennen könnt, geht es heute um ein Asus ROG Produkt und zwar um die Ryogen 2 mit 360mm Radiator und diese werden wir testen auf einem 12700K oder in Kombination mit einem 12700K. Was werden wir noch machen? Wir werden uns anschauen, wie verhält die I/O sich mit verschiedenen Drehzahlen, unter anderem mit Drehzahlen der Lüfter, der Pumpe und auch noch dem Lüfter der Spannungsversorgung. Da ist ja ein kleiner Lüfter im Prinzip unter dem Display, der die Spannungsversorgung kühlt. Das Ganze werden wir auch mal vergleichen mit der Ryogen 1, die habe ich auch getestet. Und was werden wir uns auch anschauen? Wir schauen uns nochmal zwei andere Wärmeleitpasten an, als die Standardpaste, die ja quasi auf dem Kühler drauf ist. Aber dazu seht ihr dann gleich mehr. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen des Videos. Als erstes werfen wir einen Blick auf den Lieferumfang. Was man sagen muss, die Verpackung ist schon sehr edel bzw. sehr ansprechend, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Was natürlich auch cool ist, dass hier wieder die guten Noctua-Lüfter dabei sind. Und zwar die Industrielüfter, sieht man ja hier. Und die IO hat 6 Jahre Garantie, ist natürlich auch schon mal gut. Dann sind wir da schon mal auf Nummer sicher. Dann machen wir das Ganze auf. Dann seht ihr im Prinzip einmal hier oben eine Abdeckung, die könnt ihr wegmachen. Dann hier links findet ihr die drei Noctua-Lüfter. Hier finden wir den Fan-Controller, blende ich euch auch einmal ein mit den Anschlüssen und so weiter. Das ist schon mal sehr cool, dass wir einen Controller dabei haben. Würde ich aber bei dem Preis auch erwarten, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier den Radiator inklusive Kühler, Schläuche und so weiter, so wie es bei einer I/O halt ist. Lege ich mal gerade weg. Und dann müssen wir hier einmal reinschauen. Dann haben wir hier im Prinzip noch einen Quick Guide und so weiter und so fort. Aufkleber haben wir auch noch. Und dann haben wir natürlich auch noch das Montagematerial für Socke 1700 AM4. Sogar Threadripper soll passen. Und vielleicht testen wir das Ganze mal in Zukunft, wenn denn die neuen Threadripper da sind und ich mir das erlauben kann. Muss man ja wirklich so sagen. Mal schauen, wie teuer die werden. Und hier haben wir übrigens auch Klebestreifen, um den Controller festzumachen. Sind von 3M, wenn ich das hier richtig sehe. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf die I/O. Als erstes werfen wir einen Blick auf den Radiator. Und hier sind mir ein, zwei Stellen aufgefallen. Ihr seht es wahrscheinlich hier, ist die Verarbeitungsqualität nicht so gut, beziehungsweise wir haben hier kleine Dellen drin. Das ist bei den bisherigen IOs, die wir getestet haben, nicht so gewesen. Da sah eigentlich alles ordentlich aus. Gucken wir mal auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite sieht es besser aus. Hier unten haben wir aber auch so eine kleine Ecke. Bei dem Preis, finde ich, da sollte man schon ein bisschen besser darauf achten, dass das nicht passiert. Generell muss ich aber sagen, wird das Ganze technisch gesehen jetzt hier keine großen Einbußen haben. Also ich würde mal sagen, das merken wir hier nicht. Und dann werfen wir mal einen Blick auf das Herzstück. Zumindest würde ich es so definieren bei dieser I/O. Und zwar ist das das Display. Ihr seht es ja, ein fettes OLED-Display mit 3,5 Zoll. Das ist schon ordentlich. Das können wir im Übrigen auch abmachen, wenn ich es hinbekomme. Und zwar ist das Ganze magnetisch geregelt. Ihr seht es. Hier haben wir Magneten, beziehungsweise hier außen. Und hier sind die Kontakte, die das Ganze dann verbinden. Hier könnt ihr auch mal einen Blick reinwerfen, wie das Ganze gestaltet ist. Und was wir auch sehen, dass wir hier eine Verbindung haben. Einmal Micro-USB und einmal USB 2.0 fürs Mainboard. Können wir das Ganze anschließen und dann dementsprechend auch das Display steuern. Und dementsprechend natürlich auch aussuchen, was wir einblenden lassen. Das werde ich euch gleich aber auch nochmal zeigen. Und dann sehen wir auch noch ein Kernstück der I/O. Und zwar ist das der VRM-Kühler. Ihr wisst ja, bei der Ryogen 360 war es so, dass wir da auch schon einen Lüfter hatten. Ich zeige es euch gleich mal. Ich habe die Ryogen 1 noch hier. Und hier ist das Ganze ein bisschen anders gestaltet. Schauen wir uns aber jetzt gleich mal im Vergleich an. Und unten der Kühlerboden ist aus Kupfer. Und man muss auch sagen, dass da schon Wärmeleitpaste drauf ist. Ich werde auch einmal mit der Original-Wärmeleitpaste testen. Also die hier drauf ist und dann werden wir nochmal mit der AlphaCool Sub-Zero das Ganze vergleichen und dann nochmal die Arctic MX4, damit wir das Ganze mit den anderen IOs vergleichen können, die wir so schon im Test hatten. Noch was, was mir auch aufgefallen ist, die Anschlüsse hier, das machen manche Hersteller schon besser. Haben wir übrigens am Radiator auch. Es hält auf jeden Fall, also es gibt ja nicht umsonst hier 6 Jahre Garantie. Aber schöner könnte man schon gestalten, aber man muss auch dazu sagen, dass das hier unten ja verschwindet, weil wir das Ganze dann quasi unter dem Display haben. Aber was hier schön ist, ihr seht es ja schon, es ist sehr flexibel. Das haben wir nicht bei allen IOs und bei der einen oder anderen IO
ist es schon wirklich hinderlich, dass man das Ganze hier nicht so flexibel bewegen kann. Das ist schon mal sehr cool. Was auch ein bisschen schade ist, muss ich nochmal hier sagen zum Radiator. Hier können wir kein Wasser nachfüllen, das wäre nochmal schön gewesen. Aber wie gesagt, da ASUS 6 Jahre Garantie gibt, glaube ich schon, dass das Ganze hier auch 6 Jahre hält. Wir werden es sehen oder der ein oder andere wird es sehen. Und wenn ihr das Video nach 6 Jahren seht und die I/O noch läuft, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde wahrscheinlich einige interessieren. Da seht ihr das Ganze mal im Vergleich. Im Übrigen, hier war damals bei der Auslieferung auch die Qualität nicht so gut, also bei der Wirogen 1. Aber die hat auch schon ein paar Tage hinter sich. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie so ausgeliefert wurde. Nur mal zum Hinweis. Und was man auch sieht, die Wirogen 1, ihr seht schon, aufgrund des Aufsatzes hier war es so, dass sie das Ganze nicht so hin und her bewegen konnte. Da hat ASUS schon einiges besser gemacht bei der Wirogen 2, muss man so sagen. Auch was die Optik angeht, bei der Wirogen 1 war hier diese Fläche sehr kratzanfällig. Und das gibt es so auch nicht mehr. Und das Display war natürlich deutlich kleiner. Ihr seht es ja, den Vergleich. Das ist das Display und das ist jetzt bei der Ryzen 2 das Display. Und hier unten seht ihr dann nochmal den Lüfter, also hier drinnen. Ich hoffe, man kann es sehen. Und wir können uns auch nochmal im Vergleich dann anschauen, was den Kühlerboden betrifft. Der sieht ziemlich gleich aus. Auch was die Halterung angeht, fand ich übrigens sehr cool. Da muss man aber dazu sagen, dass das Ganze auch bei NZXT so verbaut wird. Also das ist, macht ASUS nicht alleine, beziehungsweise diese Montageart hat ASUS nicht alleine. Aber dadurch, dass man das hier quasi so abdrehen kann, ist das Ganze wirklich sehr, sehr simpel und auch einfach zu montieren. Und das fand ich schon damals bei der Wirogen 1 sehr cool. Was die Anschlüsse geht, da hat sich auch nicht viel verändert, sieht man ja. Und die läuft übrigens auch noch, aber wie gesagt, die hat schon ein paar Tage hinter sich. Die habe ich, glaube ich, seit Anfang an schon und dementsprechend urteilt hier nicht über die. Und was man auch sieht, wir haben hier bei der Wirogen 2, dadurch, dass wir hier einen Controller dabei haben, nicht dieses ganze Kabelwirrwarr, obwohl das hier eigentlich auch schon sehr simpel war. Das Problem war nur, dass man das Ganze dann irgendwo nach hinten führen muss und das hat man auf jeden Fall gesehen. Das hat ASUS bei der Wirogen auf jeden Fall bei der zweiten Version besser gemacht und auch was die Optik betrifft, finde ich das Ganze viel ansprechender. Auch den Deckel hier. Hier haben wir das ASUS-Logo. Und was wir auch haben, ist am Radiator das ROG-Logo quasi eingestanzt oder wie auch immer das hier verarbeitet wurde. Und das finde ich wirklich schon sehr, sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, wir verbauen das Ganze mal und dann zeige ich euch das Ganze in Action. So, ein kurzer Blick auf die Montage. Ihr seht ja, ich habe hier schon vier Schrauben drin. Zwei oben, zwei unten. Und dann zeige ich euch jetzt noch einmal das Backpanel, denn so viel müsst ihr hier bei der Sockel 1700 Montage bei der ASUS Wirogen 2 nicht machen. So sieht dann übrigens die Rückseite aus, also sehr, sehr simpel gestaltet. Bei ARM4 ist es auch sehr, sehr einfach, da ihr die Backplate einfach dran lassen könnt. Hier beim Sockel 1700 müsst ihr halt die Halterung nehmen, die von ASUS dabei liegt. Und wenn ihr auf den Sockel 1700 montiert, dann müsst ihr die äußeren Einstellungen nehmen, seht ihr ja hier. Und dann ist das Ganze ziemlich schnell montiert. Nochmal was zu den Lüftern. Die werde ich jetzt hier montieren. Und was ziemlich cool ist, das Ganze ist hier entkoppelt. Das heißt, der Lüfter überträgt weniger Vibrationen an den Radiator, wie das bei Lüftern ist, die jetzt zum Beispiel nicht diese Entkopplung hätten. Das ist schon mal sehr, sehr vorbildlich. Und kennen wir ja im Prinzip auch so schon von Noctua und auch von der Wirogen 1. Nochmal einen kurzen Blick auf den Radiator. Jetzt mit montierten Lüftern. Ihr seht ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. RGB-Beleuchtung werden wir hier natürlich nicht haben, falls der ein oder andere sich das fragt. Und was auch ziemlich cool ist, die Kabel sind ziemlich lang, also 40 cm circa, je nachdem, wie ihr messt. Wenn man das Ganze noch montieren möchte, dann würde ich eher sagen 38 cm, da wir das Kabel dann ja auch hier so knicken müssen am Ende. Und wir haben aber noch ein Verlängerungskabel im Lieferumfang dabei, beziehungsweise einen Adapter, damit wir dann auch alle drei Lüfter direkt mit einem Anschluss nur am Mainboard anschließen können. Das ist schon mal sehr cool. Hätte ich aber cooler gefunden, wenn das hier anders gestaltet wäre. Zumindest wenn es so gesleeved wäre, wie das hier bei den Noctua-Lüftern ist. Das ist hier nicht so. Aber in den meisten Fällen ist das Ganze auch hinten am Gehäuse montiert. Und da sehen wir es dann sowieso nicht. Aber hätte man noch ein bisschen schöner gestalten können. Vor allem in diesem Preisbereich. Noch ein kleiner Hinweis: Im Lieferumfang habt ihr Unterlegscheiben dabei bei den Schrauben, um den Radiator zu verschrauben. Benutzt sie auf jeden Fall, da ihr ansonsten, ja, ich hoffe, man kann es sehen, ist schwierig zu sehen. Ansonsten schraubt ihr nämlich die Schraube in die Lamellen rein und das ist dann wirklich nicht so cool. Sieht auch nicht so schön aus
und dementsprechend könnt ihr das mit den Unterlegscheiben vermeiden. So sieht das Ganze jetzt montiert aus und ihr könnt auch sehen, das Display kommt hier auf jeden Fall zur Geltung. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Also wenn man das übersieht, dann ist man blind, würde ich mal behaupten. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus und das Bild, was angezeigt wird, beziehungsweise das Video, was angezeigt wird, könnt ihr individuell gestalten. Zeige ich euch gleich nochmal in der Software. In der Software selbst könnt ihr dann das Display einstellen. Man sieht es ja hier, wir haben bestimmte vordefinierte Bilder bzw. GIFs. Da könnt ihr aber auch selbst erstellte reinstellen. Ich habe zum Beispiel hier einfach mal mein Logo ausgewählt. Das zeige ich euch mal gerade. So kann man das Logo dann auswählen. Und dann passen wir das Ganze nur an, speichern es. Und dann wird das Ganze auch übernommen und wird dann auch im Display angezeigt. Was ihr im Übrigen auch machen könnt, ihr könnt das Ganze euch nochmal vertikal anzeigen lassen. Das heißt, wenn ihr die I/O nicht so verbauen könnt, wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr trotzdem die Schrift oder das Logo halt so anzeigen lassen, dass es richtig ist. Und was ihr auch machen könnt, vordefiniert, ihr könnt die Uhrzeit anzeigen lassen oder ihr könnt auch hingehen und eine Hardwareüberwachung, das habt ihr gerade eben kurz gesehen, mit der CPU-Temperatur. Könnt auch zu einem dunklen Design greifen, könnt auch nochmal sagen, dass die Helligkeit runtergestellt wird. Und dann habt ihr auch noch die Option, benutzerdefinierte Banner zu nehmen. Hier sind auch schon ein paar vordefinierte und somit habt ihr auf jeden Fall gute Auswahl hier. Und dann nochmal kurz was zur Lüftersteuerung. Hier seht ihr, hier könnt ihr die Lüfter steuern. Das heißt, ihr könnt entweder eine Lüfterkurve nehmen, wie ich es euch empfehlen würde. Dazu kommen wir dann gleich aber auch nochmal bei den Temperaturtests und der Lautstärke. Oder ihr sagt, ich möchte einen festen Wert, der Lüfter geht mir auf den Keks. Dann könnt ihr das auch komplett ausstellen, wenn ihr es nicht braucht. Vor allem den Embed Microfan, das ist ja der, der die Spannungsversorgung kühlt. Den werdet ihr bei einem dicken Mainboard nicht brauchen. Könnt ihr benutzen. Wenn ihr ihn benutzen möchtet und nicht hören wollt, dann lasst das Ganze nicht so hoch drehen. Und die Pumpe könnt ihr auch nochmal einstellen. Und falls ihr ein Asus Mainboard habt und die Lüfter von der I/O am Mainboard angeschlossen habt, könnt ihr das Ganze auch nochmal steuern. Das ist hier auf jeden Fall kein Problem. Hier bekommt ihr nochmal einen Blick auf die WireGen 1. Die habe ich jetzt gerade montiert. So sah das Ganze aus und ihr seht schon, der Teil hat hier gespiegelt wie sonst was und das war RGB beleuchtet. Und das Display, ja, sieht man jetzt gerade schlecht, weil es spiegelt. Aber hier, ja, da sieht man es noch, da zeigt er was an. Ist aber ziemlich dunkel geworden. Müsste ich mal gucken, ob man das noch heller stellen kann. Kann auch sein, dass ich das damals so konfiguriert habe. Kommen wir zu dem Wichtigsten und zwar die Ergebnisse in Kombination mit einem 12700K. Ihr könnt es ja schon sehen, die Temperaturen waren insgesamt wirklich sehr gut. Außer man reduziert hier die Pumpe auf 1400 Umdrehungen. Und 1400 Umdrehungen entspricht hier dem, dass man dann halt nicht mehr heraushören kann, selbst wenn die Lüfter komplett runtergeregelt sind, beziehungsweise sehr, sehr leise zu hören. Wenn wir die Pumpe hochdrehen, das sind dann 2800 Umdrehungen, dann ist die Pumpe auf jeden Fall zu hören. Aber ich muss dazu sagen, sie ist nicht so laut wie zum Beispiel bei einer Enermax LigMax oder einer Aqua Fusion. Da sind die Pumpen deutlich lauter, vor allem bei der LigMax. Selbst wenn man die reduziert von der Geschwindigkeit, ist die dann noch lauter. Also es ist nicht wirklich störend, zumindest wenn man ein Headset auf hat. Wenn man da empfindlich ist, dann sollte man die Pumpe schon reduzieren. Aber ihr habt ja die Möglichkeit mit der Armory Crate, also das ist die Software von Asus, die Drehzahlen anhand der Temperaturen einzustellen. Das heißt, ihr könnt einstellen, okay, die Pumpe dreht jetzt im Idle nur mit 1400 Umdrehungen oder noch weniger und dreht dann hoch, wenn es benötigt wird, je nachdem, welche Temperaturen liegt. Dementsprechend finde ich das hier nicht so schlimm, weil wir halt die Möglichkeit haben, das hier alles so anzupassen, wie wir es brauchen. Und was wir auch sehen, wir haben hier wirklich sehr geringe CPU-Temperaturen, vor allem mit voller Lüfterdrehzahl, 76 Grad. Das schafft so kaum eine I/O, außer die Aqua Fusion. Die geht auf 73 Grad runter. Allerdings hat die auch stärkere Lüfter, beziehungsweise die Lüfter drehen höher mit 2100 Umdrehungen, sind dementsprechend dann aber auch lauter. Generell, die Lüfter sind jetzt nicht so laut. Also ihr kennt wahrscheinlich die guten Noctua. Die haben jetzt keine Nebengeräusche oder so, sondern halt nur die Lautstärke durch den Luftdruck. Die geht natürlich nach oben. Ansonsten, selbst wenn wir die Lüfter auf 1000 Umdrehungen runterstellen, dann ist das Ganze immer noch in einem sehr guten Bereich. Selbst wenn wir hier so weit gehen und sagen, wir erhöhen die CPU-Spannung oder auch im Vergleich einen 12900K nehmen, der wird ungefähr da liegen, wo ich hier mit 1,325 Volt lag. Selbst da reicht die WireGen 2 aus, wenn wir die Lüfter auf 1000 Umdrehungen runterstellen. Außer, was ihr nicht machen solltet, ist hier dann die Pumpe auf 1400 Umdrehungen runterzustellen. Das macht hier definitiv keinen Sinn. Wie man sehen kann, dann wird es definitiv zu warm. Ich habe aber nicht nur das getestet, sondern auch nochmal die WireGen 1. Ich blende euch das mal kurz ein. Viel dazu sagen werde ich jetzt nicht. Ich möchte das Video nicht künstlich in die Länge ziehen. Eins kann man aber definitiv sagen, die WireGen 1 ist deutlich schlechter.
Obwohl sie im Prinzip fast den gleichen Radiator hat und auch fast die gleiche Pumpe, würde ich zumindest so sagen. Ich konnte jetzt im Internet nichts dazu finden, aber bei beiden wird eine Ace-Tech benutzt, die Drehzahl ist gleich. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Pumpe gleich ist. Aber ich denke, dass der Kühler selbst, also das, was Kontakt zur CPU hat, hier anders gestaltet ist und dementsprechend haben wir bessere Ergebnisse. Kann aber auch daran liegen, das muss ich auch nochmal sagen, dass die Wirogen 1, die ich hier habe, schon etwas älter ist. Die habe ich quasi seit Release und dementsprechend hat sie schon ein paar Tage hinter sich und tritt hier gegen ein neues Produkt an. Das kann natürlich hier auch nochmal eine Differenz ausmachen. So viel soll gesagt sein. Kommen wir noch zu einem anderen Teil, und zwar haben wir hier auf dem Kühler bzw. auf dem Teil, der auf der CPU sitzt, noch einen Lüfter für die Spannungsversorgung. Ich hatte hier bei dem Test einen Asus Tough Gaming P66 Plus D4 verbaut und da ist die Spannungsversorgung schlechter wie bei manchen High-End Mainboard. Das Mainboard ist generell auch günstiger, dementsprechend sollte uns das hier nicht verwundern. Dennoch ist das Mainboard ausreichend, aber die Spannungsversorgung wird hier auf jeden Fall wärmer. Das sieht man auch hier. Wenn der VRM-Lüfter aus ist auf der Wirogen 2, dann sind wir bei 86 Grad, also das wird schon ziemlich warm. Allerdings muss ich auch sagen, dass das mit 1,325 Volt war auf dem 12700K. Dementsprechend hat der gut Strom geschluckt. Und wenn wir das Ganze dann manuell einstellen, das heißt wir erstellen keine Lüfterkurve, dann ist es so, bei 1200 Umdrehungen sind wir schon 5 Grad niedriger. Wenn wir dann auf 3000 Umdrehungen hochdrehen, dann sind wir bei 77 Grad. Und wenn wir den Lüfter auf volle Pulle drehen, was wirklich störend ist, muss ich wirklich sagen, jeder, der einen kleinen Lüfter kennt, der eine Größe von 30 mm hat, der weiß, die sind laut. Dann haben wir nur noch 71 Grad, also ganze 15 Grad weniger. Die Wirogen 1 hat ja auch so einen Lüfter und der Kühler ist generell etwas niedriger. Dementsprechend sitzt der Lüfter näher am Mainboard dran und dementsprechend auch näher an der Spannungsversorgung. Und da war ich einfach mal neugierig und wollte wissen, okay, wie war es bei der Wirogen 1? Und dann habe ich das Ganze natürlich getestet. Ihr seht schon eingeblendet. Und da sind wir ohne Lüfter bei 85 Grad. Allerdings muss ich sagen, dass Messtoleranz, also wir können hier auch 86 Grad sehen, das nimmt sich hier nicht viel. Aber wenn wir den Lüfter voll aufdrehen, das sind auch 4800 Umdrehungen, sind wir sogar bei 66 Grad. Wie gesagt, liegt daran, der Aufbau ist anders. Der Lüfter generell sitzt näher am Mainboard und dementsprechend bewirkt er hier mehr. Aber nichtsdestotrotz ist die Wirogen 1 definitiv schlechter als die Wirogen 2. Und damit würde ich den Vergleich jetzt zwischen beiden einmal abschließen. Kommen wir noch zu einem weiteren Test. Und zwar habe ich nochmal geschaut, wie verhält es sich hier, wenn wir eine andere Wärmeleitpaste auftragen. Ihr habt ja gesehen, standardmäßig ist hier ja schon eine Wärmeleitpaste aufgetragen. Ich konnte aber nicht rausfinden, welche. Ich schätze mal oder vermute mal eine Thermal Grizzly, weil Asus ja auch zum Beispiel bei Notebooks mit Thermal Grizzly zusammenarbeitet. Könnte eine Hydronaut sein, könnte auch eine Kryonaut sein. Ich schätze aber eher mal die Kryonaut, aber das wirklich nur unter Vorbehalt. Und wenn wir uns hier die Temperaturen anschauen, im Auslieferungszustand im Vergleich zum Beispiel zur Sub-Zero, die hier am besten bei meinem Wärmeleitpastentest abgeschnitten hat, sehen wir, dass sich, wenn wir bei einer Spannung von 1,27 Volt sind, nicht wirklich was tut. Also da könnt ihr die Standardpaste drauf lassen. Gehen wir allerdings höher mit der Spannung auf 1,325 Volt, dann bringt die Sub-Zero hier definitiv was und das auch nicht gerade wenig. Wenn wir das Ganze vergleichen mit der MX4, dann sehen wir, dass die MX4 schlechter ist. Also tauscht die Standardpaste nicht gegen die MX4 aus, außer ihr tauscht irgendwie den Prozessor und müsst darauf zugreifen, dann könnt ihr das auch machen, wie ihr sehen könnt. Allerdings verschlechtert das die Ergebnisse. Wenn sich jetzt einer fragt, womit hast du die Tests gemacht im vorigen Verlauf, dann war das mit der MX4. Das heißt, wenn ich die ganzen Tests mit der Sub-Zero gemacht hätte, dann hätten wir insgesamt deutlich bessere Ergebnisse gehabt. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Ich würde wirklich empfehlen, die Sub-Zero zu verwenden, weil man sieht es ja, es macht schon ordentlich was aus, vor allem im Vergleich zur MX4. Und wenn ihr nicht nur spielt mit dem Computer, sondern auch gerne mal übertaktet, dann kann das definitiv Sinn machen. Am Ende stellt sich ja immer die Frage, lohnen sich diese 300 Euro oder generell das Geld, was man für so eine IO ausgibt, in diesem Fall, also die Wirogen 2 360? Ich würde sagen, ja, mit kleinen Abstrichen. Also wenn ihr wirklich eine der besten IOs haben möchtet, könnt ihr auf jeden Fall zu Wirogen 2 greifen. Und wir haben ja auch noch etwas im Lieferumfang, und zwar den Controller, also für die Lüftersteuerung und für die RGB-Steuerung. Das können wir dann nochmal abrechnen. Die Lüfter sind auch nicht gerade günstig, würde ich mal behaupten. Und die tun auf jeden Fall ihre Arbeit. Jeder, der mal einen Noctua-Lüfter hatte, der weiß das definitiv. Und eins kann man definitiv sagen, wenn ihr einen Hingucker-PC haben möchtet, dann fällt das Display auf jeden Fall auf. Also da kommt ihr um dieses Display eigentlich gar nicht rum, würde ich mal behaupten. Vor allem in Kombination mit den teuren Asus Mainboards, die dann auch nochmal ein Display haben, sieht das bestimmt ziemlich fett aus. Ist aber auch wirklich Geschmackssache, muss man definitiv sagen.
wirklich eine RGB-Beleuchtung haben wir nicht, aber das brauchen wir bei dem Display nicht. Wir können ja im Prinzip fast alles einblenden, was wir haben möchten. Und dann haben wir natürlich noch weitere Zusatzfunktionen, die die Ryogen 1 zwar auch schon hatte. Und neben den super Temperaturen, die wir haben, haben wir auch noch einen Lüfter für die Spannungsversorgung. Das heißt, wenn ihr aktiv die Spannungsversorgung kühlen möchtet, dann bringt euch das hier definitiv was. Ihr habt gesehen, 15 Grad rum. Allerdings bei einem Mainboard, was günstiger ist, da muss man auch in den Raum stellen, würde man so eine I.O. in Kombination mit einem günstigen Mainboard verwenden oder kaufen nur diejenigen das, die eh schon ein Mainboard für 500, 600 Euro haben. Da wird es natürlich nicht so viel bringen, außer ihr wollt richtig übertakten, aber jeder, der mal 12.700K oder aufwärts mit 1,4 Volt betrieben hat, der wird wissen, dass eine I.O. sich da definitiv nicht vereignet, man eher zu einer Mora oder anderen Kühlmethoden greifen sollte. Dennoch bin ich wirklich sehr überrascht, dass die Ryogen 2 so gut abschneidet. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, vor allem im Vergleich mit den anderen I.O.s, die ich in der Vergangenheit getestet habe. Und was man auch sagen kann, die Lautstärke ist jetzt nicht so hoch. Klar, wenn man alles voll aufdreht, dann könnt ihr die I.O. auf jeden Fall hören. Allein schon anhand der Noctua-Lüfter und dem VRM-Lüfter. Die Pumpe spielt dann eher eine Nebenrolle, muss man wirklich so sagen. Die ist dann das leiseste, was man im System hat. Aber ich würde ja definitiv dazu raten, eine Lüfterkurve für alle Komponenten zu benutzen. Denn ihr könnt ja die Noctua-Lüfter auch an dem Controller, der mit dabei ist, anklemmen und das Ganze dann über die Asus-eigene Software steuern. Aber es gibt ja auch überall irgendwo einen kleinen Schatten. Und das ist meiner Ansicht nach die Auslieferungsqualität des Radiators. Ich habe euch ja schon gesagt, die Ryogen 1 hatte damals auch schon ein paar Mängel, auch wenn es nicht so aussah, wie ich es euch gezeigt habe, also das war definitiv besser. Aber hier hat sich einiges getan, also schon deutlich besser. Und es kann auch sein, dass ich einfach nur Montagsmodell erwischt habe und dementsprechend es bei euch dann besser aussieht. Wenn ihr eine Ryogen 2 habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, wie euer Radiator aussah. Also ob es da ein paar kleine Lamellen gab, die ein bisschen verbogen waren oder nicht. Dann, was die Anschlüsse angeht, die finde ich optisch jetzt nicht so toll. Sieht man aber auch nicht mehr wirklich. Beim Radiator ist das Ganze irgendwo oben im System, da kann man es dann nicht mehr wirklich sehen. Und bei dem Kühler, der auf der CPU sitzt, ist das Ganze abgedeckt durchs Display und dementsprechend nicht mehr so wichtig. Eins muss ich auch noch sagen, was ich cool finde, wenn wir das Display abmachen, die Magnethalterung, das ist wirklich sehr smart gelöst. Das ist wirklich sehr gut und auch im Vergleich zu Ryogen 1 ist es so, dass wir hier den Lüfter deutlich besser reinigen können, weil bei der Ryogen 1 konntet ihr das vergessen, weil das Display quasi über dem Lüfter saß und man konnte das gar nicht abmachen. Kann man wirklich sehr, sehr schwer ran. Das ist hier deutlich besser. Und auch die Anschlüsse, beziehungsweise wie man die I.O. anschließt, ist deutlich besser. Wir haben nur zwei Kabel. Einmal für USB 2.0, quasi schließt ihr das Ganze direkt am Mainboard an. Und dann haben wir einmal den Micro-USB-Anschluss, der direkt an den Controller kommt. Und das war es auch schon. Da kann man hier auch nur sagen, dass das Ganze wirklich sehr smart gelöst wurde. Hier hat man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr nachgedacht, bevor man das Ganze in Produktion geschickt hat. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ryogen 3, die bestimmt irgendwann kommen wird, wie das Ganze dann da gestaltet ist. Hoffentlich geht es was vom Preis runter, denn ich glaube nicht so viele von euch möchten so viel Geld für eine I.O. ausgeben. Obwohl, wie gesagt, ich finde sie wirklich cool, aber schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ihr habt ja wahrscheinlich auch andere Testberichte gesehen, allerdings wahrscheinlich nicht mit einem Alder Lake Prozessor, also ein Intel der 12. Generation. Und dementsprechend, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und was ich fast vergessen habe, die Asus ROG Ryogen 2 360 bekommt auf jeden Fall eine Hardware-Ecke, weil es halt einfach ein Top-Produkt ist, auch wenn es hier und da ganz kleine Mängel gibt. Dennoch hat sie diese Hardware-Ecke auf jeden Fall verdient. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne unseren Kanal, würden wir uns sehr darüber freuen. Ich hoffe, wir erreichen dieses Jahr noch die 3000 Abonnenten und umso mehr von euch abonnieren und auch die Videos sich anschauen und auch einen Daumen nach oben geben, umso höher sind die Chancen, dass wir weitere Produkte bekommen, die wir dann für euch testen können. Und ihr wisst ja, es gibt auch immer das ein oder andere Gewinnspiel, hier jetzt allerdings nicht. Die Ryogen 2 wandert jetzt in mein Hauptsystem oder ist schon in meinem Hauptsystem und da werde ich dann in Zukunft auch nochmal den Ryzen 7000 betesten, beziehungsweise wie warm er damit wird und natürlich auch die 13. Generation von Intel und alles, was danach kommt, falls es mit dem Kühler kompatibel sein sollte. Und auch noch mein kleiner Hinweis, die Ryogen 1 mit dem entsprechenden Mounting Kit könnt ihr auch auf einem Sockel 1700 montieren. Das soll es gewesen sein, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.